Mutmacher Geschichte Nummer 2. Nick Vujicic, Motivationstrainer, 37 Jahre alt. Ja, stellt euch mal vor, ihr werdet ohne Arme und Beine geboren. Eine sehr deprimierende Vorstellung. Und ihr wächst auf und die Kinder hänseln euch, weil ihr keine armen Beine habt, sondern nur ein paar Stummel. Ist auch deprimierend. Was ist jetzt die Sache, die Mut an dieser Geschichte macht? Es ist Nick Vujicic, der Motivationstrainer aus Australien mit 37 Jahren, der halt durch eine spezielle Krankheit bzw. Medikamente ohne armen Beine geboren wurde. Und er hat das Leben trotzdem angenommen, obwohl er am Anfang natürlich auch depressiv war. Er wollte sich sogar umbringen in der Badewanne. Trotzdem hat er gesagt, es muss ja irgendwann ein Schicksal sein, eine Freude, die ich an mir finden kann. Und er hat auch eine große Beziehung zu Gott. Und ich durfte ihn kennenlernen, ein sehr toller, empathischer Mensch. Und trotz, dass er keine armen Beine hat, strahlt er so eine Lebensfreude aus. Er hat gesagt, er wird durch diesen Körper, durch diese Sachen, die man normaler Mensch hat, wie Arme und Beine, auch ohne diese armen Beine Lebensfreude ausstrahlen und Menschen Mut geben. Deswegen ist er auch Motivationstrainer. Und ich muss euch sagen, er fährt ohne Arme und Beine, fährt das tut er surfen, er spielt Golf, er spielt Fußball, ein Wahnsinn. Also trotz diesen negativen Erlebnis bzw. seine negativen Voraussetzungen ist er so ein positiver Mensch geworden und setzt das alles in seinem Leben um und versucht anderen Menschen Mut zu geben durch seine Situation und durch sein Leben, wie er es lebt. Und mittlerweile hat er auch eine Frau gefunden und hat zwei Kinder mit ihr, ist sehr glücklich. Und es zeigt uns, egal wo wir starten, wo wir herkommen, wo wir hingehen, ist viel wichtiger, mit was für einem Mindset und einer Einstellung mir weiterlaufen, ja. Und das ist sehr wichtig. Deswegen, ich gebe euch den Mut von Nick Vujicic, die Lebensfreude auch von mir und wünsche euch nur das Beste. Euer Siegercoach Sven William. Mut und Hoffnung ist das, was wir brauchen. Ciao.